Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf The Frühling von Kalle, den Ultra Mapping Man. Ja, ja, ja. Wisst ihr ja, ne? Kalle ist ja Ultra Mapping Man. Ist ja nichts Neues, ne? Ich muss hier nochmal drunter halten. So, ich glaube, wir haben alles fertig. Mal aussehen. Ja, ist schon aus. Ich glaube, pluggen mussten wir nichts mehr, ne? Das war, glaube ich, jetzt Steckerhaken hinter, ne? Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Ne, geflüchtet ist alles. Dann könnten wir rein theoretisch. Da und da und da und da grubbern, wenn wir wollen, ne? Ja. Ich glaube, das werden wir auch machen. Ach, da will ich doch gar nicht hin. Könnten noch Hafer sein? Mais? Soja ist erst im April. Wahrscheinlich werden wir das auch erst im Mai sehen. Wir brauchen auf jeden Fall Kartoffeln oder Zuckerrüben, ne? Ist auch März, ne? Februar kann es schon Baumwolle sein, okay. Po Apfel kannst du immer sehen. Ja. Okay. Also im März müssen wir anfangen zu säen, aber wir müssen ziemlich viel Mais legen, ne? Aber Mais ist erst April wieder, ne? Wir müssen aber auch Kartoffeln und Zuckerrüben machen, also. Warte mal. Wir haben. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 7, 8 Flächen. Okay, wir müssen 9, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne, 8 Flächen. Wir müssen dies Jahr ja ein bisschen mehr Mais machen, ne? Weil, sag mal, wir ja... viel Körnermais brauchen für unsere Schweine, ne? Deswegen müssen wir auch so ein bisschen planen. Das ist nicht so einfach. So, wir fahren eben Glue um. Das mussten wir auch noch machen, ne? Waschen eben die Maschine. Gucken dann weiter. Das ist im Moment ein bisschen schwierig im Winter. Folgen zusammenzukriegen. Obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das cool hier im Winter auf der Frühling. Ich bin ganz ehrlich. Gefällt mir richtig gut. Aber wie gesagt, wir müssen auch eben noch Gülle umheizen. Huster war, glaube ich, voll, ne? Deswegen. Lass uns dann mal gleich erst mehr. Aber so finde ich, ist das eine ganz gute Sache, ne? Wenn du so jetzt im Winter deine Flächen noch so backern kannst, hast du im Frühjahr nicht den Stress, ne? Gefällt mir eigentlich recht gut. Pflegeschlepper steht in der Halle. Guck mal, ist, wenn ihr Taste belegt. Von daher. Wir brauchten noch nur eine Palettengabel, oder? Wir mussten doch hier noch Dings, Möbel auch noch verkaufen, ne? Da wollte ich einen Stapler für ran organisieren, hatte ich gesagt, ne? So, wer ist sauber? Hegel gibt mir immer direkte Motorsäge, ne? Die ist auch lästig. Hey, da müssten wir eigentlich demnächst dran, ne? Sport und Flug woanders vor. Ich glaube, ich habe die Schubkarre mitgenommen. Warte, kann da hinten rein. Wenn er dann da reinpasst. 3,9 steht hier noch vom Glühfest. Von daher
kann ja nichts schief laufen, ne? Das ist ja richtig gut hingekriegt, Sven. Oh, es spawnt mal wieder Mist hier. Korrekt. Letztes Mal ist er, glaube ich, komplett im Bullenstall gewesen. So, den eben hier abgehangen. Ich habe dieses Ding rausgemacht gehabt, oder? Manchmal glaube ich, bin ich auch richtig verstrahlt. Die Mara hat zu mir gesagt, sie hat dieselben Probleme mit dem Schaustall, ne? Da müssen wir uns was überlegen. Das ist ja doof, weißt du, fütterst das Viehzeug? Im Endeffekt für Nulu, ne? Sagen wir, wie es ist. Man füttert die für Nulu. Das ist doof. Sieht einer mal ein Ding? Oh, du. Die wollten gelogen fahren, ne? Es ist sowas von schade, ne? Es ist sowas von schade, aber wir werden den Stall wahrscheinlich verkloppern müssen und einen anderen hinsetzen. Uncool. Was ist denn hier los? Was ist denn los, man? Will die Kolben? Nee, der hat noch Tito. Die ist jetzt übermorgen mit Kalben drin. Noch hat der Team, ne? Bänder sind, glaube ich, auch noch nicht eingefallen. Let's have a look. Hier mal eben touchy-touchy. Nee, das geht noch. Siehste, Bänder sind nicht eingefallen. Das dauert noch. Ah, herrlich. Dann lass uns erst gelohnt fahren. Irgendwas ist ja immer, ne? Schon voll. Wie haben wir das denn voll gemacht? Weiß ich gar nicht. Hat das doch ausgemacht. Wie will er das fast nicht ziehen? Oder bin ich besoffen? Wo dreht er denn durch? Der dreht doch gar nicht. Ja, okay. Er hat keine Lust. Das wird wohl nichts mit Glyphon mit den hier umfahren. Sagen wir, wie es ist. Dann müssen wir uns ein anderes Moped suchen, ne? Kann halt immer eine Dörr oppe, ne? Sommer wie Winter ist der Dörr oppe da, ne? Auch nicht schlecht. Passt der da rein? Ich bin da gerade nicht so sicher, da. Wenn wir Zwillinge drauf haben. Aber brauchst du ja auch im Frühjahr, ne? Wenn es so nass ist. Oh, passt rein, passt rein. So, dann lass es mal in den Truck nehmen, ne? Dann müsst ihr das jetzt ziehen. Türchen zu. Wieso ist kein Gang drin? Der war doch eben drin, also mehr. Mysteriös.
Mysteriös. So, langsam hier noch die da hin und dann formen wieder langsam dann die Biokristalloge hin, ne? Und dann müssen wir zusehen, dass wir uns irgendwie Geschütz kaufen, um die Möbel auch zu verklappern, ne? Sag mal, will die Bude mich dahinter veräppeln oder was? Muss man in den Schwung kommen, ne? Heiliges Blech, ey. Schwuppidiwupp! Appford! Damit wir auch mal was schaffen. Kannst du ja nicht sagen, wir kriegen nichts fertig, ne? Wie normal, ne? Damit seid ihr ja bei mir schon gewohnt, ne? Linse. Ist auch ein bisschen glatt, glaube ich. Oh, das schiebt er mir. Zum Glück müssen wir nicht so weit fahren, ne? Dann passt das. Oh, unsere Fliesen werden weiß. Wir haben da sogar ein Außenlokal, das ist mir noch nie aufgefallen. Die Dachterrasse. Richtig so. Krass. Ich spiele Frühling noch nicht so lange. Von der Gisela. Oh. Die Gisela, der muss ja immer lieb und nett und freundlich sein. Die ist dann die Leidebri. Deswegen mockt er ja auch nicht mehr so viel bei uns. Die konnte viele Trecker vorne nicht mehr so haben. Das war früher schon mal besser mit der Gisela. Müssen wir überhaupt hier die Gülle rein oder vorne? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Bin mir nicht so sicher. Ich meine, die muss vorne rein, ne? Da rein. Svenny, du bist doch so ein Held von Erdbeerfeld, ne? Hör mir irgendwie an. Guck mal, wie die Bude am Rutschen ist. Was willst du erwarten? Gewichtsverteilung oder wie war das, ne? Nee, den tun wir erst wieder einlagern hier. Ja, so ist gut. Onkel ist voll. Silage ist so gut wie voll. Mist, ja. Da haben wir noch ein bisschen was von. Ist er voll? Warum füllst du denn noch um? Wie war das mit unseren Möbeln? Habt ihr mal nachgeguckt? Bit gemisst? Ach ne, eben durch den Schweinestall waren wir heute noch gar nicht, ne? Einmal am Tag muss er durch. Ne? Meine kleinen Scheiß-Alice? Wie ist die Lage hier? So, was habt ihr denn da drinne stehen? Hä? Schmeckt? Ja, hab ich da auch mit Liebe reingefahren, ne? Habt ihr da reingekackert? Sieht so aus, ne? Sieht echt so aus, als hätten die da in die Ecke reingeschissen, die Schweinchen. Und hier läuft auch. Ja, wie läuft mit Knicke, Knacke und so? Sagt mal, wo ist der überhaupt? Wo hat der sich denn hin verpieselt? Wo ist denn der Franz? Franz? Franz, na doch. Habt ihr Franz gesehen? Schickram, Schickram. Was ist hier? Eine Schweinebuchte, guck mal. Ja, kannst du raustreiben, da wieder reintreiben. Dann wird die Schirme mit dem Hochdruckreiniger sauber gemacht, desinfiziert. Und 35.000 Krankheiten im Stall. Da ist er ja, der Franz. Franz! Mein Kumpel. Sag mal. Oh, hast du schlecht geschlafen oder was ist mit dich kaputt? Müssen wir mit dich zum Doktor?
Siehst du ja aus, Franz? Schlechte Nacht gehabt? Mädels zu viel Action oder was ist los? Sag mal. Nee, mit dich müssen wir mal zum Doktor. Dann gehen wir erst ein bisschen pufen oder so. Trink dir mal einen Stocken Kaffee. Ja, Franz, so geht das nicht mit dich. Oh, dieses Blechlein, da müssen wir echt mit zum Doktor, das müssen wir ein Auge behalten. Nicht, dass der überstressert ist hier. Mist. Nee, ne? Doch ein bisschen bestimmt. Das kann es nicht sein, ey, der arme Franz. Achso, hier mussten wir hin, ne? Ich glaube, wir brauchen so einen Stapler. Drei Paletten Möbel haben wir schon. Hier läuft aber auch irgendwie nicht so viel im Business, ne? Die Seilwinde, Seilbahn müssten wir auch mal wegräumen, aber... Da ist nur so ein kaputten Baum, ne? Ich weiß ja nicht, was die Gemeinde damit machen will, aber guck dich den an. Die hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen, du. Die müssen wir so ein bisschen in Auge behalten. Frühling. Industriegebiet Frühling. Postbote fertig über den Haufen. Kein Problem. So, das haben wir, das haben wir. Ja. Was ist hier los? Guck mal. Die haben hier nicht aufgeräumt. Guck mal, der Kalle hat eine fixe Lieferung gekriegt beim Mappen und dann zack, muss er weg, ne? Immer wieder lustig, ne? Das ist, wenn man sowas noch nicht so lange spielt, dann siehst du das erst hinterher. Ja, okay, um Franz müssen wir uns kümmern, ne? Da müssen wir mit nach dem Doktor. Ich wollte so einen kleinen Wagen kaufen, habe ich gesagt, ne? Was gibt's überhaupt für Möbel? Hat man eine? Ich frage mal so für einen Freund, ne? Wahrscheinlich gibt's da nicht mal Preis für so Möbel. Möbel. 3000 beim Supermarket. Okay, irgendwie lohnt das nicht. Wir brauchen trotzdem hier mal so ein Ding hier. Ist mal so ein Wagen hier? Ist das unter Diverses? So weit brauchen wir nicht. Ist das hier drunter? Ja, den brauchen wir eigentlich, ne? Ey, wir wollen ein anderes Kennzeichen, so fahren wir hier nicht durch die Gegend. Hallo. Wir haben eigenes Kennzeichen. Ja, den hätten wir ganz gerne. Ja. Und dann brauchen wir hier noch so ein Stapelmoped. Das nützt nichts, wir brauchen nur zwei. Das Ding ist was für ein Hintern hier. Der junge Heinrich, da kannst du nicht mitfahren. Wir kaufen den. Kaufen. Das läuft. Liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Ja, ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.